Ja, Daniel Mayo nach dem Spiel 3-1 gewonnen gegen SC Lennetal. Vor allem in der ersten Halbzeit eine harte Nuss hier knacken musstet. Vor allem auch nach dem 1-0-Rückstand. Ja, definitiv. Das haben wir auch gerade den Umständen entsprechend, also durch die Aktion, in meinen Augen auch kein Elfmeter war, alles irgendwie gegen uns gespielt hat. Ob es jetzt direkt der Schiedsrichter war oder nicht, im Endeffekt haben wir uns davon anstecken lassen und dadurch halt auch sehr, sehr schwer ins Spiel gekommen. Im Endeffekt 3-1 gewonnen, viele Chancen liegen lassen. Müsst ihr euch das heute ankreiden, dass ihr vielleicht nicht noch zwei, drei Türchen höher hätten gewinnen müssen? Ja, ich denke mal, sicherlich können wir immer noch 2, 3, 4 Tore mehr machen. Ich denke mal, das ist fast jedes Spiel so. Aber am Ende des Tages kann man auch sagen, dass wir jetzt wirklich auch froh sein können, dass wir das Spiel noch gedreht haben, die Moral auch noch in der zweiten Halbzeit bewiesen haben, dass wir da eine Mannschaft sind. Und am Ende des Tages zählen halt die 3 Punkte. Vorübergehend jetzt Spitzenreiter. Wird heute Abend noch ein Fläschchen aufgemacht? Oder? Ja, ganz gemütliche Runde, denke ich mal. Also für uns im Endeffekt ja auch eine Pflichtaufgabe, hier den Dreier zu holen, muss man ja wirklich so sagen. Von daher würde ich gerne mal richtig feiern, wenn es dann soweit ist und wir dann auch den Aufstieg geschafft haben. Alles klar, dann bis nächste Woche. Ja.